Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind hier, muss man eigentlich irgendwo auf dem Weg zu dem nächsten Zwischenziel von dem Punkt, wo wir kommen sind. Also mir war irgendwo hier unten. Bisschen weiter vielleicht, wo die ganzen schwarzen Löcher waren. Unser nächstes Ziel ist dieser Nebel hier. Ja. 800 Lichtjahre ungefähr und dort wollen wir auf jeden Fall mal hinfliehen. Das werden wir jetzt nicht schaffen in der Episode, aber wir fliegen mal den Weg. Gucken wir mal, was wir so finden. Eigentlich ist geplant, dass ich da recht schnell jetzt hinkomme. Derweil, ich habe ein paar neue Zwischenziele. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, dass ich so einen netten Forenpost gefunden habe über die Distant Worlds 2 Tour mit so Sehenswürdigkeiten. Und da habe ich mal so 2, 3 hier in der relativen Nähe. Also doch noch ein paar Ausflüge von über 1000 Lichtjahre habe ich mal gesetzt, dass wir uns die einfach mal angucken. Das ist aber alles, kommt ja schon mal an der Zwischenstation war, aber das ist alles in der Kante. Ich hätte noch ein paar, wo ich hätte müssen zurückfliehen, aber oh, nee, machen wir nicht. Es bleibt bestimmt noch sehr, sehr viel auf dem Weg. Ich gucke dann ab und zu mal in diesen Post drin, suche mal was raus. Können wir uns ja dann ab und zu mal noch angucken. Also so bestätigte Sehenswürdigkeiten quasi. Okay. Ja, von der Route her, ich habe maximale Reichweite eingestellt, deshalb sind es auch nur noch 13 Sprünge. Jetzt nur noch 12. Ich habe unwichtige Sterne. Okay, unwichtig. Ich habe M-Klasse Sterne habe ich aus. Und irgendwie die ganze nicht tankbare dort runter. Ja, also ich kann es, wenn ich das so gescannt habe, blende ich es gerade mal in, wie ich es gerade eingestellt habe. Also wenn wir mal auf das System angeguckt haben. Jetzt kommen wir auf 5G. Oh, terraformierbar, fällt sie. Moment. 2 terraformierbare in 40.000. Ajo. Aber sowas von. Die Zeit nehmen wir uns. Das dauert jetzt nicht so furchtbar lang, denke ich. Und zwar, was soll ich jetzt an. Ach, genau, wie ich die Karte hingestellt habe. Ja, M, L, T und Y ist weg. Das sind ja eh nur so komische Zwerge, an denen man nicht tanken kann. Die M habe ich auch mal ausgestellt, weil da waren wir zu viel Eisplanete dann. Protosterne sind raus. Die sind meistens die T-Tauri-Sterne, denn da kann man eh nicht tanken. Ja, und der Rest ist halt an. Ja, ich hatte gestern halt noch, gestern Abend genau noch einen Film geguckt, habe noch ein paar Lichtjahre geschrubbt, deshalb bin ich auch schon ein bisschen weiter gekommen. Irgendwas Besonderes gefunden? Nö, ich glaube nicht. Nichts Erwähnenswertes. Es war okay. Kohlenstoffsterne mit dabei oder sonst irgendwas. Also alles recht normal. So, warte mal allerdings. Tun könnte. Ach genau. Eine eh noch ein bisschen Zeit jetzt. Die weitere Strecke. Gut, das ist quasi dann also dieser Nebel. Und hier sehe ich schon hier. Oh, das da was habe ich gar nicht. Das ist eine Community. Ne, das ist von der Staffel hier Bookmark. Das gucken wir uns auch mal an. Auf jeden Fall, das hier ist die Station, wo man jetzt gerade nicht sieht. Den Nebel gucken wir uns auf jeden Fall genauer an. Diese Station, da lande mal. Und dann habe ich ein paar Sachen gebucht. Bookmark, das Ende ist over, das glaube ich. Genau hier. Eins von denen. Das Over ist Eleismus. Remnant nennt sich das. Es ist also Neutronenstern, wahrscheinlich in Nebel. Collection of Wonders ist eins von denen da. Hab das hier oder das, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist das Ziel und das hier. Und das Ende ist halt auch wieder Neutronensterne im Nebel und das hier ist ein schwarzes Loch.
kommt auch nicht so oft vor, dass man die findet. Und das ist hier nicht so. Ja, okay, es ist ein bisschen weiter. Du hast ziemlich weit unten. Dass man uns die dann halt. Der geht noch. Es geht auch noch. Die Kugelmonster mal noch an. Nachdem wir an der Station ankommen sind, wahrscheinlich. Weil die 1000 Lichtjahre, die. Ja, die gehen eigentlich relativ fix. Wenn man mittendrin hier so speziell macht wie jetzt, sind immer nur 40.000 Lichtsekunden flieht, war irgendwas zu scannen natürlich. Aber hey, terraformierbar, die kann ich jetzt nicht gerade so leil, also gerade wenn sie noch in der machbaren Entfernung sind, weil das sollte jetzt nicht so lang. Hans wird nur noch knapp 4,5. Das ist ja okay. Die Umkreise umeinander sogar, das ist nicht schlecht. Ja, die sind ziemlich nah beieinander. Ein paar Lichtsekunden, 0,4, 0,45. Die kann man dann fast auf MO scannen. Jo, und irgendwann müssen wir auch noch bei so andere Planeten bzw. Mond und Morona, um die geologischen Dinger zu scannen. Auch wenn es nur handelsübliche Eisen-Magma-Geysire sind oder sowas. Wie zum Beispiel hier bei dem ersten Planet in dem System, wo wir da gefunden haben. Der hat ja sowas. Müssen wir irgendwann auch noch machen, wenn das mal in dieser Region von der Galaxis bestätigt dann. Aber nicht jetzt, da finden wir noch genug. Das ist ja nicht so, so arg selten. Die dumm, die dumm. Das war geil, wenn man auf die Karte mal guckt. Kann ich gerade mal zeigen. Die einzelnen Nebel, dass es da Nebel gibt, die wirklich richtig glänzen. Die ist so bei der, die du gar nicht siehst, wenn du so viel rausgezoomt hast, ist der Hammer, weil du hinten, der wird erst am Himmel dann mal dahinter sehen, der ist ja, das ist ja riesig, das Ding, das kann ich ja gar nicht übersehen auf der Karte. Aber, ja, zeige ich gerade noch einmal, das ist echt klasse. Da muss man gut die Augen auffallen, nur jeden Sprung mal auf der Karte gucken, nicht weit rauszoomen. Ja, die sind wirklich recht nah beieinander. Ach gut, da haben wir es dann nicht weit zum anderen. Das trifft sich gut. Eigentlich ist der da. Der ist näher dran. Immer sehr spät, ne? Sehen du mal jetzt nicht viel, aber ja. So habe ich gerade gewartet. Ich dachte schon, müsste doch eigentlich passen. So. War der Herr ein bisschen zu lange. Ein bisschen zu lang Gas gibt. Das war noch im Rahmen, das da können wir noch schnell. Jo.
Gut. Das sollte es gewesen sein. Ja. So, zeig das gerade mal schnell. Und zwar, nimm mal den Remnant hier. Wenn man hier ranzoomt, hier cool, da sieht man, da ist ein Nebel, aber wenn man da hier schon weiter rauszoomt, das fällt jetzt auf der Ansicht schon mal gar nicht. Okay, es fällt ein bisschen auf, aber das ist schon krass, wenn man das hier über andere Nebel vergleicht. Also da muss man doch schon. Entweder man hat viel Glück, dass man es halt automatisch findet, oder man guckt halt viel. Das sind halt alles so Ziele. In diesem Fall von irgendwelchen Commander gefunden wurde und dann das, wie ist das? Geographic, Universal Geographic Dingenskirchens ingereicht wurde. Ich weiß gar nicht, was das machen kann, ob das irgendwie im Forum-Bereich im offiziellen Frontier-Forum ist oder was. Nee, das Galactic Mapping Project. Das gibt dann halt so Namen. Wer ist das einer von euch? Ist das eigentlich dieses Galactic Mapping Project? Ist das denn das? Ist das komplett user-basiert, dass dann die User da das über das entscheide? Oder macht das Frontier? Also die Namensvergabe, zum Beispiel ist dieses Causality of Lotus oder Limus Remnant oder was es auch immer gibt. Das würde mich mal interessieren. Hab ich gescannt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man über kurz oder lang irgend sowas findet, weil da gehört auch schon ein bisschen Glück dazu und vor allem irgendwie in, naja, ich würde gerade sagen, in Sachen rumfliehen, die ein bisschen weiter wechseln, aber auf der anderen Seite, die gibt hier so viele Sterne, da kann man auch mal schnell was übersehen. So, und da vorne der Nebel, das könnte dann wahrscheinlich unser Ziel sein, oder? Nehme ich den mal stark an. Du wüsstest auch gar nicht, wie der heißt, muss ich mich informieren. Wäre eventuell nicht schlecht. Das hat schon seine Vorteile, wenn man tankt. Also es ist immer so, wenn ich ab und zu längere Strecke mit auf wirtschaftlicher Route fliehe, dann vergisst du überhaupt das Tanken, weil du brauchst eigentlich gar nicht, weil du verbrauchst schon fast keinen Sprit von einem, wenn du nur so 3-4 Lichtjahre springst oder so 5-6. Wenn du dann mal umschaltest auf die größere Strecke, da kannst du doch nur unachtsam sein. Oh, Gott sei Dank noch. Gott sei Dank noch gemerkt. Okay, jetzt auch wieder. Okay. Auch nichts Weltbewegendes hier, aber das war alles um den D-Planet, also fast alles. Oh, D und C recht nah beisammen. Dann hat es wohl hier jede Menge Cluster. D hat immer noch was? What? Okay. Seltsames System oder? Na
Wie Cluster sind denn das? Okay. Ja. Scannen das sich in der Abantenne. Asteroide-Cluster. Du kannst schon viel aus scannen, wir sind nämlich in dem System. Eigentlich reichen. Oh ja, hier könnte man nochmal Wasserwelt haben. Ja, eine Wasserwelt. Sehr schön. Sehr schön. Wenigstens Ibis gefunden. Und ja, ich freue mich immer noch über Wasserwelt. Wenn ich die mal entdecke. Die ist zwar jetzt scheinbar so fotogen, aber immerhin eine Wasserwelt. Moment. Und ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen, der Grund, wieso ich so schnell einfach scanne und nicht warte, bis die Planeten hier komplett gescannt sind. Ich bin momentan gerade nicht auf biologische Signale aus, um es mal so auszudrücken. Das Ziel ist irgendwie, ich will halt einige coole Formationen auf Planeten sehen. Oh, terraformierbar. Das ist die Wasserwelt, nicht schlecht. Oh, die sind, das heißt, ziemlich nah. Ja, ich hab's eher auf so schöne Gebirge oder interessante Berge abgesehen, anstatt auf biologische Signale. Das ist alles auch nicht so weit weg, nicht schlecht. Da ist ein Magma, doch 1000 Kilometer. Ja, aber auch nicht so. Gut, hier haben wir ein bisschen was zu scannen, würde ich sagen. Ein paar hundert Lichtsekunden und das andere dann 2000 Lichtsekunden. Das hält sich noch sehr, sehr im Rahmen. Finde ich gut. Dann haben wir nur noch 9 Sprünge. Auch nicht schlecht. Ich bin ja wirklich immer gespannt, wie viel Geld das bringt, wenn wir dort sind. Das Dumme ist hier, ich trecke zwar jetzt immer mit dem ED Discovery mit. Der hat immer so schöne Statistik, aber die wäre halt immer wieder zurückgesetzt, wenn man landet. Das sind nicht immer nur seit letzter Landung. Das ist ein bisschen blöd, wenn man es halt auf jeder Station hier inkehrt. Aber hey, das ist halt, ich wollte das halt so machen, bei jeder Station inkehren. Dann
tun wir das auch. So, Wasserwelt. Katzensprung entfernt. Müssen wir nur ein bisschen warten, bis wir jetzt mal Fahrt aufgenommen haben. Nur vom Radar, wie die Planeten so schön in einer Linie stehen. Auch nicht schlecht. Beliebtes Katastrophe-Szenario auch und vor allem in schlechte Filme. Alle Planeten in einer Reihe. Huhuhuhu. Ziemlich düster die Wasserwelt hier. Eigentlich wollte ich das da nur noch ausschalten. Zack. Okay. Dann hätte man noch dieser hier, gell? Ja. Wieder dieses Ghosting hier am Joystick, muss man bei einem operativ tätig war. Hier so Thrustmaster, wie heißt er? Steht das hier irgendwo drauf? Irgendwie 16.000 noch irgendwas, so speziell für Elite eigentlich. Eigentlich schon prinzipiell ein richtig guter Joystick, war auch so Throttle dabei, genügend Knöpfe, da kann man gar nichts sagen, und genügend Hebel und sonst irgendwas. Am Throttle auch dran, leider auch gut in der Hand und so, aber für die Yaw-Axis, also diese Drehung hier, das Potentiometer ist absoluter Schrott und total billig. Das erzeugt immer so ein bisschen, jetzt, ich habe ja nichts gemacht, es dreht er sich, der erzeugt immer so ein bisschen Abrieb vom Plastik und dann hängt das ganze Ding, wo der halt misst, wie er sich dreht, mit den Plastikreste voll, mit dem Staub quasi, und dann erkennt er das nämlich und das führt halt zu Ghosting. Das kann man halt beheben, wenn man das Ding auseinanderschraubt in den Griff, Gott sei Dank nur den Griff, und das Potentiometer irgendwie rausholt und dort ein bisschen WD-40 drin macht und ein bisschen mit dem Tuch guckt, dass man irgendwie rinkommt, ein bisschen, ja, putzt. Auch mal ein bisschen Geschickte vor, dass ich halt nicht han. Mich mal Hilfe suche von Kollegen, die das können. Ich glaube, da muss ich spannend mal vorstellen, ich wäre. Das Ghosting ist schon irgendwie nervig.
So, würde ich sagen, ist dieser Scan ist dann die letzte Aktion für diese Folge. Und ich würde sagen, ich springe dann schon mal vor und dass wir uns dann halt bei der nächsten Station nochmal sehen. Also bevor wir dort ankommen. Das hört sich, glaube ich, nochmal plan an. Aber zuerst noch schön das Geld in Sacke. Beziehungsweise schon mal vorbuche. Für das terraformierbare Planetchen hier. So, gleich. Loop. Loop. Gut. Dann würde ich noch mal fast sagen. Wir machen hier kleiner Cut und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich kurz vor der nächsten Station. Und ja, bis dahin dann. Bye bye. Ja, jetzt aber.